Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Scope This Out. Mein Name ist Stefan Linerick und heute begrüße ich meinen Kollegen Marius Müller. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Das heutige Thema, was wir uns anschauen, ist die Rotatorenmanschette, speziell die Ruptur. Bevor wir aber zu dem interessanten Thema stoßen, werden wir uns kurz die Anatomie anschauen. Die Rotatorenmanschette ist eine Muskelgruppe, die aus vier verschiedenen Muskeln besteht, die von Muskel in Sehne übergehen und sehnig inserieren am Oberarmkopf, am Humerus. Das sind vier verschiedene, das ist die Supraspinatussehne, das ist die, die hier oben verläuft. Nach vorne hin sieht man die Subscapularissehne. Die Sehne, die man hier dazwischen sieht, das ist die Bizepssehne. Und hinten an der Schulter sieht man noch den Infraspinatus und den Teres minor. Und bei einem Riss der Rotatormanschette spricht man in den meisten Fällen von einem Riss der Supraspinatussehne, also das ist diese Sehne hier. Und die reißt entweder aufgrund von degenerativen Veränderungen, also im Alter wird das Bindegewebe in den Sehnen ein bisschen schwächer und neigt leichter dazu zu reißen. Und oftmals haben ältere Menschen hier am Schulterdach unten einen kleinen Fortsatz, der sich bildet, so ein Knochenfortsatz. Und es ist wie ein kleiner Dorn, der immer in die Sehne reinreibt und bei jeder Bewegung das Ganze ein bisschen weiter reibt, bis das Ganze reißt. Und die zweite Variante ist zum Beispiel bei Sportlern eine traumatische Verletzung der Rotatormanschette, wenn man zum Beispiel auf die Schulter fällt und das Schulterdach mit einem festen Ruck auf die Rotatormanschette draufdrückt und hier so ein Riss entstehen kann. Hier sieht man eben schön den Riss, einen Riss der Rotatormanschette. Das Weiße, was hier vorschaut, das ist der Knochen, den sollte man eigentlich nicht sehen. Und bei der Refixation von der Rotatormanschette wird versucht, die Sehne wieder über den Footprint zu ziehen, nämlich dort, wo sie hingehört, damit der Oberarmkopf wieder schön zentriert ist. Danke, Marius, für die Erklärung. Und gerne. Wie kann man jetzt so einen Riss der Rotatormanschette behandeln? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Hängt ein bisschen davon ab, wie groß der Riss ist. Je größer der Riss, desto mehr Material brauchen wir, um den Riss wieder schließen zu können. Und dann gibt es noch zwei Philosophiefragen. Möchte ich eine geknotete Refixation haben oder eine knotenlose? Das ist dann, obliegt dann dem Operateur, je nachdem welche Philosophie er verfolgt, die Manschette so wieder zu refixieren. Die erste Variante, die wir uns anschauen, ist die knotenlose. Und was wir dafür brauchen, wir von Artex haben uns überlegt, wir wollen den OP-Ablauf so unkompliziert wie möglich machen und haben deswegen ein Rundum-Sorglos-Paket zusammengestellt. In dem Rundum-Sorglos-Paket sind die Anker drin, die ich brauche, und ist auch gleich der Dorn drinnen zum Vorkörnen für die Anker. Und abgesehen von diesem Kit brauche ich dann auch etwas, um Fäden durch die Manschette shutteln zu können. Und wir nehmen uns in dem Fall dafür die Scorpio-Nahtzange. Und als weiteres Instrument baue ich dann noch einen Hammer, mit dem man die Anker einschlägt und vorkörnt. So, jetzt haben wir unser Modell ein bisschen adaptiert, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Und jetzt beginnen wir mit der knotenlosen Technik. Bei der Speedbridge ist es so, wir haben vier Anker, zwei medial, zwei lateral. Und für diese Anker müssen wir vorkörnen. Da gibt es hier diesen Vorkörner mit Laserskalierungen. Eine davon ist FT, die andere SL, steht für Swiftlock. So heißt nämlich auch die Anker, die wir verwenden werden heute. Das heißt, man nimmt den Dorn im echten Leben, wird man den reinhammern. Aber das hält unser Modell nicht aus, deswegen drehen wir den so rein. Nummer 1 für den ersten Anker. So. Und hier kommt der zweite rein. Und Nummer 2. Perfekt. Jetzt haben wir zwei Löcher beim Übergang Knorpel-Knochen. Und da kommen jetzt die ersten zwei Anker rein. Das Spezielle ist bei den ersten beiden Swiftlocks, dass die beladen sind mit einem Tape. Das ist ein flächig verwobener Fiberwire, der die Sehne nicht so einschneidet und deswegen super funktioniert zum Nähen für die Manschette. Der Anker wird eingebracht. Swift steht für drehen, also wird gedreht. Das Geräusch, das man hört, ist genau das, was wir hören wollen, weil dann wissen wir, dass der Anker gut hält. Und dass die Knochenqualität passt. Also ein beliebtes Geräusch, ja, im OP. Auf das Warten im OP immer, genau. Wenn wir das hören, sind wir alle glücklich. So.
Dann wird das Setzgerät vom Swiftlock entfernt. Das kann man einfach abziehen. Jeder Swiftlock ist nochmal extra beladen mit einem Fiberwire. Den werden wir in dem Fall jetzt medial nicht brauchen, eventuell lateral. Das heißt, den kann man einfach abziehen. Und jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben den ersten Swiftlock eingebracht mit dem Tape. Und das Besondere hier ist das Tape, das sind zwei Schenkel, die übergehen in einen Faden. Wir wollen diese beiden Schenkel wollen wir durch die Manschette durchbringen. Und wenn wir jetzt zwei Einzelschenkel hätten, müssten wir das Ganze zweimal machen. In dem Fall reicht einmal durchschießen mit der Skorpionzange und wir haben gleich beide Schenkel durch die Manschette. Die Skorpionnahtzange ermöglicht es uns, einen Faden, den wir einspannen in die Zange, durch Gewebe durchzuschießen. Das heißt, wir greifen hier jetzt mit eingespannten Faden die Manschette, schießen einmal durch. Die Skorpion bringt uns den Faden von unten nach oben durch die Manschette, nimmt ihn uns gleich wieder mit. Und wir haben jetzt mit einmal durchschießen zwei Tape-Paare durch die Manschette durch. Und genau das Ganze machen wir jetzt mit unserem zweiten medialen Anker auch. Das Tolle hier ist noch, dass die Tapes unterschiedliche Farbe haben, damit man die dann besser auseinanderhalten kann. So. Zweiter Anker, wir warten wieder auf das beliebte Geräusch. Da ist es. Nicht mehr so laut, da ist auf der anderen Seite der Knochen nicht mehr so gut anscheinend. Genau. So, und zweites Setzgerät wird abgezogen. Den Fiberwire, den wir da wieder drin haben, brauchen wir nicht. Den ziehen wir auch ab. Und jetzt wieder dasselbe Spiel wie vorher. Wir nehmen unsere Skorpion, spannen den Faden in die Nahtzange ein und schießen den Faden, den wir eingespannt haben, durch die Manschette durch. Und auch hier wieder einmal schießen, zwei Tapefäden durch. Um jetzt einen flächigen Anpressdruck erzeugen zu können, kreuzen wir diese Tapes aus und erzeugen da ein relativ schönes Muster, das nicht nur schön aussieht, sondern eben auch die Manschette so flächig als möglich wieder an den Footprint fixiert. Und was wir dazu jetzt noch machen müssen, ist mit einem Skalpell hier die Fäden durchschneiden. Perfekt. Und jetzt kann man die Fäden schön auskreuzen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt von jeder Farbe nehmen wir uns einen, also einmal blau-weiß und spannen den hier runter mit einem Swiftlock wieder. Also rundum Sorglos-Paket, die laterale Reihe für die Swiftlocks ist auch hier. Selbes Spiel wie vorher, wir müssen wieder vorkörnen, das heißt wir nehmen unseren Punch und gehen hier wieder bis zur zweiten Laserskalierung. Vorne auch gleich machen, ungefähr hier. Einmal blau, einmal weiß, kommt in die Einfädelhilfe, wird in das Öhr vom Anker eingezogen. Der Anker wird eingedreht in den Knochen, bis er bündig abschließt. Lösen hier den Fiberwire wieder hinten, ziehen das Setzgerät ab, können den Fiberwire wieder abziehen. Also ersten Anker haben wir gesetzt, jetzt kommt noch der zweite laterale. So, Kontrolle, schließt der Anker bündig ab, das tut er, perfekt. Wir lösen wieder die Fäden, den Fiberwire, den wir in dem Fall nicht brauchen, den ziehen wir ab, genau, und wir schneiden wieder einzeln die Tapefäden ab. Und jetzt hat man auch gesehen und gemerkt, wieso das Kit, Speed Bridge Kit heißt, weil wir in Windeseile es geschafft haben, die Manschette wieder zu rekonstruieren, die flächig an den Footprint wieder dran zu ziehen und das Ganze mit sehr wenig Material. Das heißt, wir haben sehr wenig Fremdmaterial im Gelenk, wir haben vier Tape-Schenkel und vier Anker, die resorbieren und so schaut eine Speedbridge aus. Für die nächste Technik haben wir den nächsten Patienten eingespannt. Wir sind bereit und schauen uns jetzt die geknotete Technik an. Marius, bitte. Genau, die geknotete Technik ist insofern ein bisschen aufwendiger, als dass man knoten muss, wie der Name schon sagt. Und vom Material her brauchen wir Ähnliches wie bei der Speedbridge. Und was hier jetzt noch dazu kommt, ist ein Knotenschieber.
weil wir den Knoten auf die Manschette drücken müssen. Und da haben wir nur ganz kleine Zugänge von der Arthroskopie, wo man mit dem Finger nicht reindrücken kann, den Knoten. Deswegen hier der Knotenschieber. Und Unterschied zu Speed Bridge ist der, dass wir jetzt medial zwei Corkscrews verwenden aus Titan. Hat den Vorteil, dass man nicht mehr vorkörnen muss, sondern dass man die einfach reindrehen kann in den Knochen. Und lateral, um die Fäden nach lateral wieder runterzuspannen, nehmen wir wieder einen Swiftlock, für den man dann vorkörnern muss. Wir starten mit den zwei medialen Ankern, das heißt, wir haben hier den Vorteil, dass wir uns die Manschette ein bisschen wegklappen können. Der ist, wie gesagt, nur zum Drehen, das heißt, er hat ein sehr scharfes Gewinde und sucht sich seinen Weg selbst. Der wird einfach nur eingedreht, bis er bündig mit dem Knochen abschließt und ist dann beladen mit vier Fadenendner und zwei Fäden. Bedeutet, ich habe einmal blau und einmal weiß. Und das ist quasi ein und derselbe Faden. Also blau ist ein Faden, der gleitet, und weiß ist ein Faden, der auch gleitet und zusammengehörig ist. Erster Anker ist gesetzt. Jetzt setzen wir gleich den zweiten Anker noch dazu. Auch hier wieder einfach nur einmal leicht andrücken. Anker wird dann eingedreht, ohne viel Kraftaufwand. Schließt bündig mit dem Knochen ab. Die Fäden werden gelöst und das Setzgerät abgezogen. Zwei mediale Anker haben wir jetzt gesetzt und jetzt ist die Aufgabe, die Fäden, die aus den Ankern rauskommen, durch die Manschette durchzuschatteln oder durchzuschießen. Und das passiert hier in dem Fall bei uns wieder mit der Scorpion-Nahtzange. Das heißt, ich spanne mir ein Fadenende ein, gehe unter die Manschette, schieße mir den ersten Faden durch, merke mir hier, ich habe den blauen genommen. Das heißt, als nächstes nehme ich wieder hier den zweiten blauen Faden, spanne mir den in die Scorpion ein und schießt den jetzt mit ein bisschen Abstand zum ersten auch wieder durch die Manschette durch. Und habe jetzt zweimal blau. Wir nehmen pro Anker ein Fadenpaar. Das heißt, den blauen haben wir hier jetzt schon durchgeschattelt, den weißen entfernen wir. Und genau das Gegenteil machen wir beim anderen. Da werden wir uns den weißen behalten und den blauen abziehen. Da hat man ein bisschen weniger Fadenmaterial. Und für unsere Rissgröße ist es ausreichend mit einem Fadenpaar zu arbeiten pro Anker. Auch hier wieder die weißen Fäden werden eingespannt und mit etwas Abstand voneinander durch die Manschette durchgeschossen. So, perfekt. Und jetzt ist dann der Zeitpunkt, wo unser Knotenschieber zum Einsatz kommt. Da gibt es unterschiedlichste Knotentechniken. Viele machen es so, dass sie sich einen Rutschknoten vorlegen und den dann einfach ins Gelenk reinziehen. So. Rutschknoten deswegen, weil ich brauche jetzt nur an einem Fadenende anziehen und der Knoten gleitet dorthin, wo ich ihn haben möchte. Danach nehme ich mir den Knotenschieber und gehe dann über meinen Rutschknoten noch zwei, drei Schläge drüber, damit dieser Rutschknoten blockiert und nicht mehr wandern kann. So, ein Schlag drüber und noch ein zweiter. Und damit ist mal meine erste mediale Fixation erledigt. Als nächstes knoten wir jetzt den weißen Faden. Das heißt, auch hier machen wir wieder einen Rutschknoten. Wir lassen den Knoten dort rutschen, wo er hingehört. Perfekt. Und nehmen uns den Knotenschieber und machen da wieder zwei Schläge drüber. So, einmal. Und ein zweites Mal. Und der Grund, wieso viele nach wie vor medial knoten wollen, ist Philosophiefrage, weil sie sagen, durch diese Knoten habe ich medial schon einen Anpressdruck. Den haben wir hier jetzt, für den haben wir hier jetzt gesorgt und jetzt machen wir wieder Folgendes, nämlich wir kreuzen die Fäden aus und sorgen hier wieder für einen flächigen Anpressdruck. Das heißt, so soll es dann am Ende ausschauen und die ausgekreuzten Fäden werden wieder befestigt mit Swiftlocks. Wir schauen uns wieder an, wo möchten wir die Anker setzen. Den ersten möchten wir hier setzen. Den zweiten ungefähr da. Einmal.
Und ein zweites Mal. Die Fadenendner werden wieder in das Öhr vom Swiftlock eingezogen und in dem Kanal platziert. Und hier sehen wir schon, wir haben schöne Spannung, die Fäden drücken auf die Manschette. Theoretisch könnte man es jetzt noch ein bisschen nachspannen, ist aber in unserem Fall gar nicht notwendig. Also Plättchen halten, Birne drehen, wir drehen den Swiftlock in den Knochen ein und blockieren damit die Fäden und hören, der hält super. Kontrolle, Swiftlock schließt schön ab, die Fäden können hinten gelöst werden und das Setzgerät wird abgezogen. Dann brauchen wir wieder den arthroskopischen Fadenabschneider, mit dem wir die Fäden sehr nah am Anker abschneiden. Und den Fiberwire hier in dem Fall, den lassen wir uns noch stehen. Da zeige ich euch dann noch nachher, was man mit dem noch machen könnte. Das zweite Fadenpaar wird hier auch wieder in den Swiftlock eingelegt und in den Knochenkanal eingespannt. So. Die Spannung kann man noch mal kurz überprüfen. Schaut ganz gut aus. Vielleicht, dass wir den Weißen noch eine Spur nachspannen. Perfekt. Plättchen halten, Birne drehen und erfreuen uns an seinem Geräusch. So, perfekt. Fäden werden gelöst. Die werden wir in dem Fall abziehen. Und die Fäden, die wir gerade reingespannt haben, schneiden wir bündig ab. Und jetzt sehen wir hier, wir haben die Manschette schön rekonstruiert. Und da fällt uns auf, da ist noch ein kleines Dog-Ear, nennt man das, das ein bisschen wegsteht und möglicherweise Probleme bereiten könnte. Deswegen nehmen wir hier uns wieder die Scorpion-Nahtzange, spannen einen der beiden Fäden ein, schießen den hier durch dieses Dog-Ear durch. Und jetzt kommt wieder unser Rutschknoten zum Einsatz. Und mit diesem Rutschknoten ziehen wir uns das Dog-Ear schön zum Anker, sodass die Rotatormanschette geschlossen ist, keine Probleme bereiten kann. Und zu guter Letzt kommen da jetzt wieder zwei, drei Schläge drüber, die den Rutschknoten blockieren. Und wir können jetzt schon langsam dem Anästhesisten sagen, dass er den Patienten aufwecken kann. Ein Knoten und noch ein zweiter Schlag drüber. Da ist jetzt nur wichtig, dass man mit ein bisschen Überstand abschneidet. Wenn man die jetzt bündig abschneiden wird, ganz nah am Knochen, am Knoten, kann der wieder aufgehen. Deswegen lasst man da 2-3 mm überstehen und schneidet die Fäden ab. Und das ist jetzt die geknotete Variante mit Corkscrews und Swiftlocks. So, das waren die zwei gängigsten Methoden der Versorgung der Rotatorenmanschettenruptur. Vielen lieben Dank, Marius. Gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt was gelernt. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf ein Like, abonniert uns und klickt auf die Glocke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Baba.